MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorhang auf, das Spiel beginnt. Und damit willkommen zurück zu Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass mancher Ort immer noch keine Busanbindung hat. Das wollen wir in dieser Folge unter anderem ändern. Wir werden auch Züge austauschen. Mit dabei sind Benny und Nick. Gut, doch. Hallo. Hallo. So. Was mir jetzt schon auf den Sack geht. War das. So, jetzt brauchen wir hier erstmal einen Busbahnhof. Jetzt ist natürlich... der Bereich hier irgendwie prädestiniert, ne? Nein, nicht so, ja. Nicht so. Ja, am besten irgendwo beim Bahnhof. Ich denke, der dürfte reichen. Hat nur keinen Platz. Ja, Moment. Ja, doch, so könnte es gehen, ja. Willst du den nicht vielleicht mit dem Straßenende zum Bahnhof hin platzieren? Sonst müssen die ja einen Kilometer laufen. Meinst du ungefähr so? Ja, zum Bleistift. Sieht lustig aus, ne? Das Problem ist, wenn ich den hier hin bappe, dann kann ich den später nicht vergrößern. Kannst ihn ja noch ein bisschen drehen und dann manuell noch die Straße anbinden. Oder einfach so. Ja, oder wir machen einfach das ganze Dorf platt, dann brauchen wir auch keinen Busbahnhof mehr. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich jetzt für jede Stadt eigentlich ein neues Depot auch ansetze, ne? Ja, habe ich aber auch. Ich werde das irgendwann mal, zentralisieren wollen. Hä? Was ist das denn? Ach so. Güter. Ja. Oh, ich krieg neues Zeug. 146. Und 145. Und 101. Ach, die IC-Version auch noch. Ja. Genau, so, jetzt brauchen wir Bushaltestellen. Bushaltestellen! Wie zittert das Bild so ein bisschen? Ja, es ruckelt, es ruckelt ein bisschen. Achso, das ist im Spiel, okay. Ja, ja. Ach, guck mal, jetzt könnte ich hier eigentlich... Ja, komm. Ach ne, jetzt hat er die dahin gepflanzt, ne? Ja. Zoom raus, dann geht's besser. Dann, wenn du auf das Symbol... Ja, genau. Die Profi-Tipps von Nick Thames. Ja. So, jetzt... Ich glaube, ich dürfte auch mit Abstand die meisten Stunden in dem Spiel haben von uns. Ja, ich glaube auch. Also ich habe, Moment, 31,2. Oh wow, das ist viel. Ach, guck mal, ey, guck mal, wir direkt angehen mit 182.
Hä? Ach so. Ja, Nick. Gibt ein Capacity L? Mhm. Da sind Linien noch nicht umbenannt. Ja, kommt noch. Bevor ich es nur gesagt habe. Ist das hier nicht Linie 3? Doch, ne? Ja, der fährt jetzt nur anders, weil die sich verteilen. Ach ja, ah, okay, er fährt zum Bahnhof. Alles klar. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Busse und Trams machen das ja zum Glück automatisch. Ja, das stimmt. So, ich muss aber mal gerade nach meinen Zügen gucken. Das hier sind auch alles Buslinien, ne? 600, 700. Sieht so aus, ja. Das ist ein Bus. Hast du eigentlich schon Güterzüge? Nee, Güterzüge habe ich auch noch nicht. Ja, wobei, das könnte auch ein Zug sein. Nee, das ist ein Zug. Das ist ein Bus. 600, 700, dann ist das die 800. Ich habe meine Züge einfach mit RB und sowas. Ja, habe ich auch. So. Ja, Züge habe ich auch mit RB. Muss mal gerade gucken. Du hast aber gerade, glaube ich, was anderes gemacht, wa? Die 800. Aha, scheiße, ja, habe ich. Das ist aber eigentlich ein RE. Ach Gott. Was denn? Ja, die Züge, die Mario ja noch hat. Ja. Und ja, nicht wundern, der hält nicht überall. Im Jahr 2015, jawohl. Ja, den werden wir jetzt tauschen. Tja, aber das geht zumindest wesentlich einfacher als noch im ersten Teil. Den werden wir jetzt ersetzen. Konnte man die im ersten Teil nicht auch während der Fahrt ersetzen? Ich meine nicht, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, ich mir auch nicht. Ach Quatsch. Aber man kann es während des Autos selbst was machen. Ja. Wo sind denn jetzt meine... Da sind sie. Ach Gott. Können aber nur 140, ne? Wie viel kann meiner denn jetzt im Moment? Der kann nur 120, aber der ist ja auch 3000 Jahre alt. Ja. Ja, ich will den Steuerwagen aber eigentlich drehen. Du hast zwei Versionen, ne? Der runter ist der gedrehte. Oder? Nee. So aus. Nee. Roll mal runter, vielleicht ist der ganz unten. Nein? Nee, auch nicht. Ja, gut, dann. Muss man noch. Konnte man die nicht drehen? Ja. Bin ich mir nicht sicher, aber ansonsten. Ich muss ja eh erstmal eine Lok vorspannen. Ist ja egal, wenn du eine Lok vorne hinstellst, dann. Ist der ja richtig rum.
103 davor. Ich finde die letzte Part. Ja, Systemtechnik, ne? Warum bleibt er jetzt stehen? Hä? Warte auf freie Wege. Jetzt auf einmal? Ja, der man den ausgetauscht hat. Ach so, weil der da noch kreuzt. Sind mir aber früher aufgefallen. Ja. Ja, jetzt fährt er auch. Ach, er hat auch noch den Windlinger genommen. Ja, klar. Er hätte aber auch eine Oriente-rote Lok nehmen können. Nee. Hält der hier? Ja. Der passt sogar rein. Wir müssen mal schauen, irgendwo ist ein Bahnhof, wo er nicht reinpasst. Also da passt auch der Silberling nicht rein. Was hast denn du für kleine Bahnhöfe gebaut? Ja, Das sind doch jetzt 5 Wagen, oder? Ja. Ja. Und guck mal, Benni, das sind sogar die mintgrün umlackierten DR-Dostos. Die haben hier noch den Buckel. Das stimmt, ja. Extra für dich immer. Oje, oje, oje. Tausche alten Kram gegen anderen alten Kram. Tausche alten Kram gegen noch älteren, ja. Ey, komm, die alten DR-Dostos waren noch geil. Ja, total. Also die wir hatten, ja. Wir haben sogar welche von euch da unten bekommen, Nick. Ja, könnt ihr gerne behalten. Herzlichen Glückwunsch. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt fahren die, glaube ich, gerade mehr. Ich habe jetzt mal das Datum angehalten, weil ich will eigentlich nur wissen, wo die Bahnhöfe sind, die zu klein sind, weil die müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Dann hast du die nur auf 120 Meter, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Mit so einem kleinen Kack fange ich gar nicht an. Yo. Hui. Eine Runde springen, bitte. Der sieht so aus, als wäre er zu kurz gewesen sein. Nee, der hat gepasst. Da habe ich extra einen verlängerten Bahnsteig genommen. Ja, weil der bis exakt vorne an die Kante gefahren ist. Ja, das hat aber gepasst. Huch, da war ein Tunnel. Er passt nicht. Aber nur ganz knapp. Ja, ist ja nur ein kompletter Wagen. Wie konnte ich jetzt nochmal Bahnhöfe hier, ne? Konfigurieren. Konfigurieren, genau. Aber ist das nicht das Güterding? Nein. Ah, nee. Nee. Oh. Aber das ist die Elevated. Was heißt denn? Oder ist das egal? Was heißt denn die Elevated jetzt? Ja, da steht Elevated Plattform. Oder ist das wurscht? Das ist wurscht. Du hast da irgendwie mehr Zeug als ich, deshalb. Ja, weil Mario wahrscheinlich diese Elevated Train Station Dinger hat. Ja. Deshalb schwebt das Ding auch da oben. Ja. Guck von oben drauf, das geht einfacher.
Was ist das denn? Ein bisschen begrünt. Ja, da stimmt was mit dem Terrain nicht. Ja, dann nimm die normalen Plattformen. Dann heißt es das wahrscheinlich. Ach so, oder so. Boah, ich muss mal ganz kurz was holen. Habe ich fast das Gefühl, dass er zu lang ist, aber kommen ja auch irgendwann längere Züge. Ja, ist ja egal. Ich habe meine am Anfang auch immer mindestens auf 160 Meter, obwohl die teilweise nicht mal halb so lang sind. Ja, das ist, wenn du konfigurierst, während der drin steht, ist aber normal. Also der zieht sich gleich wieder auseinander. Es hat gehupt.